2014 hatte mit The Lego Movie oder Drachenzähmen leicht gemacht 2 schon einige Hochkaräter in Sachen Animationsfilmen zu bieten, aber auch in 2015 kommt einiges auf uns zu. Nicht nur Disney ist in Produktionslaune, auch Pixar hat sich für dieses Jahr einiges vorgenommen. Dabei haben es Filme wie Der kleine Prinz oder Manolo und das Buch des Lebens es noch nicht mal in unsere Top-Liste geschafft. Doch auf welche Filme freuen wir uns am meisten? Viel Spaß mit der Top 7 der kommenden Animationsfilme. Wir öffnen unsere Top 7 mit einem Film von Lucasfilms. Strange Magic verspricht eine Welt voller Wunder und Magie. In dieser leben Elfen und Kobolde Hand in Hand, aber auch Böses treibt sein Unwesen. Diese Geschichte stammt komplett aus der Feder von George Lucas und das allein ist eigentlich schon ein Grund, um in die Kinos zu stürzen. Wir würdigen dieses Werk mit unserem Platz Nummer 7. Wenn es um Animationsfilme geht, kommt man an DreamWorks nicht vorbei. Mit ihrem neuen Film Home, ein schmeckterkulärer Trip, bekommt es das kleine Mädchen Tip, die von Rihanna gesprochen wird, mit einem friedlich gesinnten Außerirdischen namens O zu tun, der ihre Welt ganz schön auf den Kopf stellt. So verdient sich Home mit einer lustigen Idee und einem top besetzten Cast den 6. Platz. Seit nunmehr als 15 Jahren läuft der gelbe Schwamm mit seiner Serie über den Bildschirm. Und bereits zum zweiten Mal müssen SpongeBob und seine Freunde in einem Kinoabenteuer Bikini Bottom retten. Während es im ersten Teil noch unter Wasser und gegen Plankton zur Sache ging, müssen sie in SpongeBob 3D an Land, um gegen böse Piraten zu kämpfen. SpongeBob und Co. haben schon längst Kultstatus erreicht und wir sind gespannt auf ihre neuen Abenteuer. Also ich bin bereit und SpongeBob hat sich damit den Platz Nummer 5 verdient. Shaun das Schaf ist die Karriereleiter ganz schön hochgeklettert. Ursprünglich war es in einer Nebenrolle in Wallace & Gromit zu sehen, bekam dann seine eigene Serie und nun darf es sich als Hauptdarsteller auf der großen Leinwand versuchen. Das Stop-Motion-Spektakel in einer Welt aus Knetmasse verspricht viel Spaß und Witz und wird uns in den Kinositz locken. Platz 4 für Shaun das Schaf. Die Minions. Wer kennt sie nicht? Die kleinen gelben Stöpsel aus Ich einfach unverbesserlich bekommen endlich ihren eigenen großen Auftritt. Und wie wir sie kennen, werden diese sonderbaren Wesen wohl wieder einiges durcheinander bringen. Wir freuen uns darauf, die Minions auf ihrer Suche nach einem neuen Meister zu begleiten. Und dafür bekommen die Stöpsel Bronze. Für die Minions Platz Nummer 3. Oh, hallo Papagena. Tu le bella con la papaya. Baymax startet bereits am 22. Januar in den deutschen Lichtspielhäusern und dieser Film von Disney verspricht so einiges an Spaß und Unterhaltung. Der Trailer sieht einfach fantastisch aus und den Roboter Baymax, der eine erschreckende Ähnlichkeit mit dem Michelin-Männchen hat, haben wir bereits jetzt schon in unser Herz geschlossen. Wir freuen uns auf den Ausflug nach San Francisco und vergeben den 2. Platz an Baymax. Wenn Disney und Pixar gemeinsame Sache machen, kann man davon ausgehen, dass sich das Lösen der Kinokarte lohnt. Der Film Alles steht Kopf wirft einen Blick hinter die Stirn und präsentiert uns, was im Kopf der Protagonistin so alles vorgeht. Dabei werden die Stimmen im Kopf als fiktive bunte Wesen dargestellt. Endlich mal wieder eine kreative und vor allem neue Idee, auf die wir uns Ende 2015 freuen können. Und weil bei uns auch alles auf den Kopf steht, Platz Nummer 1 für dieses großartige Werk. Come, fly with me, Gattinia.